Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banuki mit Global News und wir haben heute den Daniel in der Türkei sitzen. Den rufe ich gleich nach dem Intro an. Ja, den Daniel rufe ich jetzt über WhatsApp an. Mal gucken, ob das funktioniert und dann schauen wir mal, ob er gleich rangeht. Es klingelt schon auf der Seite. Und müsste auch gleich. Hallo Sashi, Da ist der Daniel. Ich höre, du bist in der Türkei. grüß dich. Ja, ich bin in der Türkei und zwar in der für mich wahren Türkei. Es ist der Süden. Wir sind jetzt hier ungefähr 20 Kilometer von der syrischen Grenze weg. Die Okay. syrische Grenze ist quasi hinter dem Berg. Hier ist richtig was los. Es ist Okay. schon Und relativ was ist schon. da Besonderes? Ich höre im Hintergrund auch schon eine Moschee oder was ist das? Oder Musik, was ist das? Ja, im Hintergrund jodelt quasi der Muezzin und ruft zum Gebet. Und ja, es ist jetzt hier Nachmittag, die Leute sind alle sehr gechillt. Ich stehe hier vor der ältesten Kirche der Welt. Ist alles sehr beeindruckend, Wie alt ist die 2000 älteste Jahre Kirche der alt. Welt? Wie? So circa 2000 Jahre alt. 2000 Jahre alt, okay. Wie heißt nochmal Ja. der Ort? Habe ich nicht genau mitbekommen? Und der Ort, das ist Antakya, das ist Hatay Antakya. Man ist hier im Süden, kurz vor der syrischen Grenze, wie gesagt. Und ja, in der Kirche hat Jesus sein erstes Abendmahl gehalten, sozusagen in einer Kirche. Nicht das erste im Allgemeinen, sondern das erste in einer Kirche. Das Ganze hat da drin stattgefunden. Man kann da jetzt zwar reingehen, aber das ist alles relativ dunkel aktuell. Ja. Muss man so ein bisschen den richtigen Moment abpassen, wenn die Sonne richtig steht. So würde ich euch gerne reinführen, aber ich habe das Gefühl, man sieht nichts darin. Ja. Man Wie spürt ist die halt, dass Atmosphäre was dabei hier? Besonderes ist. Also die Atmosphäre ist unbeschreiblich. Man spürt richtig, dass es ein ganz besonderer Ort ist. Okay, Okay, Antakya wie ist sie. eine unglaublich tolerante Stadt. Ich habe jetzt hier, wir können uns mal ein bisschen drehen. Hinter mir sozusagen sieht man jetzt, die Stadt hat ca. 1,5 Millionen Einwohner. Es gibt hier Muslime, es gibt hier Christen, es gibt hier Jesiden, es gibt hier Juden, es gibt hier die verschiedensten Glaubensrichtungen und alle leben im Einklang miteinander. Und mittendrin du. Hörst du mich? Jetzt haben wir abgebrochen, okay. Ich probiere es jetzt gerade nochmal. Und dann schauen wir mal, ob er rangeht wieder. Kein Problem. Mal schauen. Ja, es ist ja nicht so einfach mit der Verbindung. Da ist er wieder, da ist er wieder. Hallo Daniel, es geht Jetzt weiter. bin ich wieder da. Ja, Ja. also wie besprochen, Ja. ich habe jetzt eben gesagt, Antakya, wie gesagt, 1,5 Millionen Einwohner. Die verschiedensten Glaubensrichtungen leben hier harmonisch miteinander, ob es Christen, ob es Juden, Muslime, alle, die hier als Einwohner leben in Harmonie miteinander. Es gibt keinen Stress, keinen Krieg, Was kein. macht die Stadt insbesondere aus, außer dass sie die älteste Kirche hat? Die Stadt ist, ja, wie soll ich sagen, ist der südlichste Zipfel von der Türkei. Und wer die wahre Türkei Ah, okay. erleben will, also mal abgesehen von Antalya, Alanya und wo sie alle hinmachen, der sollte wirklich hierher kommen. Weil hier spürt man spürt die Kultur. Ich kann es, glaub ich, mit anderen Worten gar nicht richtig beschreiben. Man spürt es, dass man hier wirklich in der wahren Türkei angekommen ist. Und das ist einfach, das ist richtig genial hier. Wie lange warst du von Deutschland? Ich nehme an, du bist von Frankfurt geflogen. Wie lange bist du da unterwegs gewesen? Also ich bin geflogen von Frankfurt bis nach Istanbul, 3,5, 4 Stunden sowas in dem Dreh. Und dann nochmal 1,5 Stunden bis hier runter von Istanbul bis Hatay hat direkt einen eigenen Flughafen. Ja, ist eine Reise wert. Okay, Bist du okay. noch dran? Ja, cool. Daniel in der Ja. Türkei an der syrischen Grenze. Ich bin noch dran, ja. Daniel in der Ja. Türkei an der syrischen Grenze. Super coole Aktion. Ich bin gespannt auf die Ja. Bilder. Ihr seht sie ja jetzt schon gerade. Ich
muss er noch ein bisschen warten. Okay. Aber also, Sascha, das war eine coole Sache. Daniel, jederzeit wieder. Ich grüße alle und alle Shogi Manuki-Fans. Aber kein Problem. Richtig. Genau. Ja, tschüss, macht's gut. Jetzt habe ich ihn kurz wieder gehört. Ja? Alles okay, klar. Okay, dann bist du wieder. Cheerio, ich wünsche euch was. Sophie. Bis dann. Cheerio, Sophie.